Recht herzlich willkommen zur 46. Folge von Avorion. Irgendwo muss hier das Tor sein. Ist weg. Hat einer geklaut. Wo sind wir denn jetzt? War noch neben dem Tor. Nordtor? Ach, da ist es doch. Das Westtor. Okay, alles klar. Ja, dann sind wir jetzt hier. Wir wollten da hinten, glaube ich, nach den Sternen, Asteroidenhaufen gucken, ob da irgendwo vielleicht ein Asteroid bei ist, den wir benutzen können, in Anführungsstrichen. Und das sieht hier jetzt schon mal von Weitem auch nicht so aus. Nö. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, da ist keiner drin. Nee. Dann fliegen wir nach da. Da sind ja auch noch ein paar. Aber das sieht von Weitem auch nicht so aus, als ob da was wäre. Der sieht nicht so aus. Das sind mehr übereinander gelagert, deswegen sieht das auch nicht so aus. Haben wir sonst noch was? Das ist jetzt, glaube ich, das falsche Tor. Wo war denn unser Westtor da unten? Ne, das ist das Südtor. Ost-Nord-Ost-Tor. Dann ist das das da oben, das ist Westtor, ne? Ne, das ist Nordtor. Ah, bei der Sonne ist das Westtor. Genau, okay. Ja, fliegen wir noch da lang, gucken gerade, ob da in den Asteroiden noch was zu sehen ist. Sieht aber jetzt gerade von Weitem auch nicht unbedingt so aus. Nö. Der? Nee, der sieht auch nicht anders aus wie die anderen. Oder täuscht das? Wenn, dann werden wir es gleich erfahren, ne? Da ist noch Corvette, ist das, glaube ich. Ne, das ist auch ein ganz normaler Asteroid. Fliegen wir mal gerade vorbei. Ne, den kann man auch nicht abbauen. Kann man nicht mit interagieren. So, dann fliegen hier noch ein paar rum, die man kaum sieht, weil die Sonne so blendet. Da sind noch ein paar Sachen. Gucken wir auch noch gerade vorbei. Aber das sieht auch so aus, als ob die auch nicht passend sind. Nebelschwaden, doch der da ist es, oder? Ja, das sind nur mehrere übereinander gelagert, wa? Ne, der ist das auch nicht. Davor ist ein kleiner. Schade, das war es auch leider nicht. Das sind auch zwei. Ja, nee. Können ja mal vorbeifliegen, aber ich glaube, dahinter ist ein anderer, also ja, die sind es dann nicht. Brauchen wir gar nicht weiter gucken. Jetzt brauchen wir noch das Westtor. Das ist, glaube ich, das da, oder? Durch mich? Nein. Dann fliegen wir jetzt zum Westtor. Und dann fliegen wir in den nächsten Sektor und gucken da weiter. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen daneben her fliegen, weil wir kommen von einer Seite. Die haben wir noch nie an einem Tor angeflogen, ne? Wie man gerade sieht. Hier oben sind noch ein paar Asteroiden, aber da ist nicht wirklich was bei. Der größte, der hinaussticht, ist der da. Aber der sieht auch ganz normal aus. Nö. Also weiterfliegen. Gut, und dann mal durch.
kann das Westtor nicht auswählen. Jetzt ist es aber. War ich jetzt gerade im Überlegen, ob es das Tor ist, ne? So, ab in den nächsten Sektor und da weitergeguckt. Jo, hier fangen wir gleich schon mit schönen Sachen an. Der sieht nicht so aus. Da ist schon eine Mine dran, ne? Würde ich sagen, oder? Oder ist es, ne, da steht eine Korvette drin, ne? Eine Fregatte. Frisch aufgetakelt. Okay. Erstmal gucken, was das für ein Tor ist. Das ist das Westtor. Das werden wir dann als nächstes wieder anfliegen. Weil wir noch weiter Richtung Zentrum wollen. Ich sehe auch jetzt hier keine Asteroiden in einer anderen Farbe, weil die suchen wir ja auch. Ja. Hier ist kein Brocken drin, den ich sagen würde, der ist es. Aber hier hinter sind, ja, das ist schon ein relativ großes Feld, ne? Wir fliegen da mal ein bisschen rüber, oder? Da hinten sind nämlich auch noch welche. Da zum Beispiel. Aber das sind zwei, oder? Ja, dann ist das auch keiner. Und die anderen sehen alle auch nicht so aus, als ob es was ist. Cute. Haben wir sonst noch Asteroiden hier? Ich glaube eher weniger, ne? Wo ist jetzt das Tor? Da oben. Fliegen wir da vorbei. Aber ich glaube, da waren wir dann schon, ne, oder? Oder sieht es nur so aus, dass wir da waren? Ich glaube, in diesem Feld waren wir schon. Das sind mehrere. Da sehe ich auch gar nichts. Das sind zwei. Da unten ist noch ein Schiff. Ne, da ist auch nix. Da hinten wäre noch was, ne? Lass uns gerade da noch vorbeifliegen. So ein richtig großer Haufen da, ne? So, da. Mal gucken, ob wir nicht ganz so schnell rankommen. Sonst kommt uns gleich noch so ein Asteroid entgegen, ne? Aber die sehen auch alle so aus, als ob da nichts ist. Aber man muss schon ein bisschen näher ran. Ne, hier ist nichts. Oh. Das haben wir wohl noch gerade gemeistert. Die sehen alle gleich aus. Sind das da zwei? Ja. Dann ist das auch keiner. So. Dann war's das. Ab durch die Mitte, weg zum Westtor, welches dort ist. Und dann schauen wir, dass wir da durchkommen. Wir fliegen wieder so an, dass wir nicht durch können, also müssen wir woanders lang. So, 17, 16, 15. Machen wir jetzt, werden wir so fliegen, eine Kurve, oder fliegen wir in die Richtung, wo wir gesteuert haben, weiter? Das ist noch eine Frage, ne? Aber ich glaube, wir fliegen die erste Richtung weiter, ne? Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Strahl, aber der lädt oder entlädt da gerade, ne? Ich habe schon gedacht, ich klocker da dran, aber hat dann doch noch geklappt. Gut. Was erwartet uns hier?
Der nächste Gürtel. Das ist ein Südwesttor. Lass uns gerade auf die Karte gucken. Okay, Südwesttor oder... Ja, ich denke, wir nehmen dann das andere Tor. Das da. Gut. Dann gucken wir mal da in den Sternenhaufen, Sternenasteroidenhaufen rein ein bisschen. Hat man noch mehr? Ah, da sind auch noch ganz viele. Der sieht nicht so aus. Der sieht auch nicht so aus. Da ist eine Station, aber... Da ist es auch nicht. Ich glaube, das sind auch keine. Der? Nö. Der? Nö. Hier ist auch nichts drin. Ne, wollen wir gar nicht weiter gucken. Das ist unser Tor? Ne, ist das Osttor, da kommen wir her. Das ist unser Tor, oder? Ne, das war das Südwesttor. Der sieht auch anders aus. Andere Asteroiden sehe ich auch nicht. Das haben wir gerade ausgewählt. Oder? Ne, das hat man ausgewählt. Dann ist das das Nordnordwesttor. Das nehmen wir mal. Gut, weiter geht's. Fliegen wir durch das Tor und gucken, was dahinter ist. Entschuldigung. Gucken wir uns das mal an. Ab durch die Mitte. Zuck, weg ist er. Okay, und dann haben wir da noch ein Tor. Aber warte, das gucken wir in der Karte an. Oh, was ist das hier? Okay, da geht's irgendwie weit weg. Weit, weit weg bis dahin und nicht noch weiter. Nö. Okay, weiß nicht, was für ein Tor das ist. Sieht ja schon krass aus, weil wenn wir hier so gucken, ne? Und dann da. Ist schon Hammer. So, aber wir suchen erstmal nach einem Asteroiden, der baubar ist. Und da oben ist rot, das sagt das. Okay, wir sind ziemlich, also sehr schwach. Und was ist das da? Das ist ein... Sieht so anders aus, ne? Ist aber nicht anders. Okay. Hier ist nichts Brauchbares. Das waren noch zwei, ne? Ja. Wohl der eine? Oder ist da noch ein kleiner? Ne, ist noch ein kleiner hinter, alles klar. Dann ist das auch nichts. Da. Oh, wo ist das? Ah, das wird wahrscheinlich das sein. Ein Riss in der Dingens wahrscheinlich. Ich sag schon, im All oder so, im Universum. Könnte man vielleicht reinfliegen. Sieht so aus, als ob man da reinfliegen kann. Aber ich glaube, wir machen das nicht. Ich glaube, für uns ist das dann doch zu weit weg. Zu riskant, sagen wir es so. Gucken erstmal den Haufen an. Ich hoffe nicht, dass man da reingesogen wird, wenn man in der Nähe ist. Dann haben wir nämlich die A-Karte, ne? Oh. Das da ist sehr interessant. Ja. Wir haben auf jeden Fall eins gefunden und das ist Material zum Abbauen. Die erste neue Sorte. War das mit irgendwas mit O oder so, ne? Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich könnte jetzt nachgucken, ne? Aber wenn ich den wieder abgebohrt habe, sehe ich das auch. 750 oder sowas war das mit dem Abbauen, oder? Ja. Aber der reagiert noch ein bisschen schäbig. Oder das muss so sein. So, klock, 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 klock. Ach, warte, ich verstehe es.
Ich habe den zweiten noch angehabt. Den Einser mit angehabt. Kommt da jetzt schon was raus? Ja, ich bin nur zu weit weg, oder wie? Der sammelt nicht. Jetzt haben wir das erste. Und steht da natürlich nicht, wie es heißt, ne? Naonit. Alles klar. Unser erstes Naonit. Ja, müssen wir gleich gucken, was wir mit Naonit bauen können. Bestimmt tolle Sachen. Ja, irgendwie brauchen wir einen Abbaulaser, oder? Der ist ja. Oder das Naonit. Ja, das könnte. Ah, da war doch was, ne? Wenn man eine Waffe hat, die nicht aus diesem Material ist, dann baut die schlechter ab. Also, weiß Bescheid, das dauert. Okay, und irgendwo habe ich dann noch gelesen, dass man irgendwo was basteln kann aus mehreren Waffen, was Neues. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Station das war. Forschungsstation, glaube. In der Forschungsstation kann man dann seine, ne, schlechten Materialien reinstecken und kriegt, ich glaube, aus 5 eine raus. Umso mehr gleiche du reinsteckst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was Besseres kriegst. Also von höherer Qualität. Und das dauert aber jetzt wirklich lange dann, ne? Ja, dann würde ich jetzt eigentlich mal sagen, machen wir das doch so, dass ich den langsam hier abbaue und in der nächsten Folge, wenn ich ihn abgebaut habe, machen wir weiter. Na, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.